Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Danke Stefan auch und Burkhard für die Möglichkeit, hier über das Wintergemüse zu reden. Das ist was ich sehr, sehr gerne tue. Ich meine, ich rede überhaupt gerne über Gemüse, aber über Wintergemüse ganz besonders. Aber bevor wir so richtig einsteigen und ich auch sage, wer ich bin und woher ich komme, habe ich euch ein Bild mitgebracht heute. Ihr kennt alle den David von Michelangelo. Wo ist der zu Hause? In Florenz, sehr gut, danke. Aber wusstet ihr, dass der jetzt für ein halbes Jahr in die USA verliehen war? Das war irgend so ein Kulturaustauschprogramm, was für sich. Vielleicht hat irgendwer in der Zeitung gelesen, er ist nämlich dieser Tage wieder zurückgekommen. Ja, jetzt schaut das so aus. Ne? Okay. Ein halbes Jahr. Die Liste der Sponsoren, genau. Aber jetzt klicke ich schnell weiter, weil ich möchte mich mit denen da jetzt nicht anlegen, gell? Spaß beiseite. Natürlich geht es auch um gesunde Ernährung, es geht um einen ganzen Lebensstil, wenn wir über das Wintergemüse reden. Aber das ist nur der Hintergrund, den wir im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir über Gemüseversorgung im Winter reden. Ich komme aus Wien, aus Schönbrunn, also von einem historischen Areal, wo einst Kaiserin Sissi da ihre Kühe bewirtschaftet hat, haben wir unsere Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau. Das ist eine Einrichtung des Bundes, also wir gehören zum Landwirtschaftsministerium, zum österreichischen. Und es ist aber auch eine Schule gleichzeitig. So etwas gibt es in Deutschland nicht, das ist eine höhere Schule. Also die kommen mit 14 zu uns, die jungen Leute sind 5 Jahre da, schließen dann mit der, wir sagen Matura, ihr sagt Abitur, schließen sie ab und können dann alles studieren. Sie haben aber auch eine Fachausbildung im Gartenbau und sind praktisch dann auch schon vorbereitet, in diesem Bereich auch dann in die Praxis auch einzusteigen. Ich selber unterrichte nicht, ich leite die Abteilung Gemüsebau, das ist eben ein Forschungsbereich neben den vielen anderen gartenbaulichen Sparten, den wir betreuen. Und ich habe da auch eine Versuchsstelle, also wenn wir heute über Wintergemüse reden und über alles andere, dann ist das alles selbst ausgetestet, entwickelt, ausprobiert auf unserer Versuchsstation. Das ist der sogenannte Zinsenhof, der ist 100 Kilometer westlich von Wien in der Nähe von Melk, wer sich ein bisschen mit österreichischer Geografie auskennt, ist ein historisches Areal auch, ein Stift, ein großes. Und dort in der Nähe haben wir unsere Versuchsstation, 1,5 Hektar Freiland, ungefähr 1000 Quadratmeter geschützte Fläche, ein Drittel zertifiziert biologisch, aber das Bild ist nicht ganz aktuell. Hier gibt es einen Biotunnel, hier gibt es eben dann diesen Rollfolientunnel, den ich gerne später noch vorstellen möchte. Also nur mal so zum Überblick. Ich habe auch ein tolles Team, das zeige ich jedes Mal her, wenn ich irgendwo drüber rede, damit niemand auf die Idee kommt, das habe jetzt ich alleine mir ausgedacht oder ich arbeite da solo an solchen Themen. Natürlich nicht. Ich habe ein tolles Team von Gärtnern und Versuchstechnikern und so weiter, die auch manche verrückte Idee, mit der man so herankommt, nicht gleich als Bedrohung auffassen, sondern als Herausforderung, und das ist eigentlich sehr unbeamtenhaft. Also insofern bin ich wirklich froh und dankbar für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das muss immer am Anfang auch stehen. Und ich habe vor 6 Jahren die City Farm Schönbrunn gegründet. Das ist ein Verein, das mache ich außerhalb meiner dienstlichen Verpflichtung, einfach weil ich überzeugt bin, dass Gemüse jetzt nicht nur für die paar Fachleute gedacht ist in unserem Land, sondern das hat mit uns allen zu tun. Und jeder kann das auch selber sich erlebbar machen und das den Menschen zugänglich zu machen und mit ihnen zu gärtnern. Es kommen täglich Schulklassen zu uns, Kindergartengruppen, Erwachsenenworkshops. Dazu habe ich einfach so einen Garten gegründet. Es klingt ja so einfach und in Wirklichkeit alle wichtigen und elementaren Dinge sind ganz einfach und sie funktionieren auch. Und es ist schön, weil bei uns halt in diesem Garten nicht nur mit Gemüse gegärtnert wird, es wird auch gestaltet mit Gemüse. Wir haben da so Weidenschiffe, die sind befrachtet mit Gemüsevielfalt, das es im Supermarkt nicht zu kaufen gibt, und das segelt so in die Zukunft. Wer sich das im Internet anschauen möchte, dann würden wir uns einfach freuen über einen Besuch auf unserer Website www.cityfarm.wien. Ja, die Kindergärtner, manche kommen regelmäßig, bewirtschaften ein eigenes Beet. Und jeder geht mit einem kleinen Gartenschatz nach Hause. Gell? Das ist irgendwie, weil dann geht es erst wirklich los zu Hause. Es soll Teil des Lebens werden. Und das kann man nicht, wenn man das jetzt für ein paar Stunden oder Minuten irgendwo außerhalb erlebt. Das soll irgendwie Teil des eigenen Lebens werden. Sondern wir haben so einen Spruch, der heißt, der kleinste Garten ist ein Topf. Also man kann auch auf dem Balkon, auf der Terrasse, kann man sehr wohl auch mit Gemüse arbeiten. Aber jetzt, ja, solche Bilder sind entstanden in der City Farm. Aber wahrscheinlich ist euch das schon aufgefallen. Wenn wir über Gemüse reden, reden wir immer über den Sommer. Wir reden über die Tomaten, wir reden über üppige
bepflanzte Beete und voll befrachtete Ackerflächen und so weiter. Warum? Weil Gemüse anscheinbar untrennbar mit dem Sommer verbunden ist. Oder wer zeigt seinen Garten am liebsten im Winter her? Nein, weil im Winter, da schaut es ziemlich traurig aus, gell? Und der Winter, wenn man jetzt über Winterernte redet, dann kommen einem vielleicht diese Bilder hoch der letzten verschrumpelten Karotten irgendwo so im Erdlager, irgendwas, was einmal Rüben war oder so ähnlich und dann sich irgendwo noch gehalten hat in den letzten Lagerraumwinkeln. Das ist so Winterernte, ja, das, was halt noch so im Lager ist, an Resten. Das verbinden wir mit dem Winter. Außer wir gehen in den Supermarkt natürlich, ne? Der Supermarkt ist völlig unbeeindruckt vom Wechsel der Jahreszeiten. Was uns dort geboten wird, ist sommers wie winters eigentlich mehr oder weniger immer das Gleiche, außer man schaut auf das Kleingedruckte und da sieht man halt sehr wohl, dass es große Unterschiede gibt. Es liegen zwar dort die Gurken und die Paprika und die Tomaten das ganze Jahr, am Kleingedruckten merkt man, dass sie eben nicht aus unseren Gegenden stammen. In einer Jahreszeit, wo das ja uns nicht verwundert, aber der Durchschnittskonsument, die Durchschnittskonsumentin denkt sich nichts dabei. Sie kauft Sommer wie Winter genau das Gleiche. Und das ist genau dieser Ansatzpunkt. Der Winter, ich habe das jetzt letztes Jahr wieder so mal gemacht, da bin ich im Februar ganz gezielt zu einem Supermarkt bei uns gegangen und habe mir das Sortiment angeschaut. Wo kommt was her eigentlich? Eben das Kleingedruckte, was so, gerade so klein ist, wie es gesetzlich, oder so groß, wie es gesetzlich sein muss, aber so klein wie möglich draufsteht auf diesen Etiketten. Und da waren die Salate waren aus Italien und der Lauch war aus Frankreich und dann war irgendwas spanisches Gemüse natürlich auch dabei. Das einzige heimische Gemüse, österreichische, heimische, regionale Gemüse, wisst ihr, was das war? Kartoffeln? Nein, die Tomaten da oben. Tatsächlich, die Tomaten waren heimisch, waren voll regional. Es gibt in Wien und Umgebung Betriebe, die arbeiten nicht nur erdelos, sie belichten, sie beheizen und können das ganze Jahr über den Handel beliefern. Ja, das geht nur mit Belichtung, mit einem Riesenaufwand. Das heißt, der Winter ist die Jahreszeit, also das habe ich jetzt, leider sind doch ein paar Bilder rausgefallen aus meiner Präsentation durch die Umwandlung. Entweder Importgemüse, die LKW-Flotte, die quer durch Europa rollt und aus südlichen Ländern uns halt im Norden versorgt. Der Winter ist die Zeit des Importgemüses, wobei ich das nicht ganz verstehe, weil es heißt doch eigentlich Gemüse und nicht LKW-Müse, aber man muss nicht alles verstehen. Gemüse, das aufwendig transportiert wird, quer durch Europa. Oder Gemüse, das eben in geheizten, belichteten Glashäusern irgendwo regional wächst. Und heute fliegt alles auf dieses Wort regional, aber ohne den Saisonalitätsbezug ist es ein leeres Wort und hat eigentlich nichts mit Nachhaltigkeit oder mit irgendeinem ökologischen Gedanken zu tun. So sind wir im Winter versorgt. Das ist scheinbar alles, wie es funktioniert und wie es jetzt schon seit Generationen funktioniert. Und man fragt sich jetzt schon stellt sich die Frage, was heißt denn eigentlich saisonal? Und wenn man im Internet wunderbar sich da so ein paar Saisonalitätskalender herunterlädt und herumsucht, da kommt man schon auch zum Teil aus dem Staunen nicht heraus, gell? Weil dass im Frühling die Zucchini saisonal sind oder der Sellerie, im Sommer dafür der Spinat, ja, da kann man sich nicht wundern, wenn unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger völlig verwirrt sind und eigentlich auch nicht wissen, was zu welcher Jahreszeit auch sinnvoll, ökologisch, nachhaltig, sinnvoll einzukaufen ist. Ja. Da gibt es so einen Spruch, ein Werbespruch, den haben wir ein bisschen adaptiert. Saisonal ist nicht egal. Es geht wirklich darum, ein Gespür auch zu vermitteln, was in welcher Jahreszeit auch tatsächlich seinen richtigen Platz hat. Es gibt keine wissenschaftliche Definition zum Saisonalitätsbegriff. Wenn man da in der Fachliteratur nachliest, da gibt es keinen autorisierten Definitionsbegriff. Aber wir haben versucht, es in einfache Worte zu fassen. Ja. Eigentlich geht es ja darum, um dieses jahreszeitlich wechselnde Sortiment an vielfältigen Gemüsearten und Sorten, die direkt aus dem Beet oder aus einfachen geschützten Kulturräumen ohne künstliche Beheizung geerntet werden können. Heizung, ja, aber das nur auf den Bereich der Jungpflanzenanzucht begrenzt. Die Kultur selber, die Produktion, soll ungeheizt sein, damit man diesen Begriff saisonal auch wirklich, also im eigentlichen Sinne des Wortes, verwenden kann. Ja, und wenn man jetzt in diesem Sinne saisonal arbeiten möchte, dann muss man sich für das Jahr ein Schema zurechtlegen. Dann geht es wirklich um den Ganzjahresanbau und wir haben so Schlagworte formuliert, die in der Selbstversorgung genauso funktionieren wie im professionellen Anbau.
Da geht es halt darum, den Frühling zu verlängern, den Sommer zu genießen. Ich meine, da wird uns viel geboten, den Herbst, eine üppige Jahreszeit zu nutzen. Und das, was uns heute besonders beschäftigt, jetzt am Vormittag, das ist eben dieser vierte Spruch, oder dieser vierte Begriff oder dieses Schlagwort, den Winter nicht versäumen. Das ist nämlich interessant, wenn man auch so schaut im Gartenbau, da diese Jahrestabellen, die es so gibt. Da wird jede Jahreszeit wird in mindestens drei Unterjahreszeiten geteilt. Der Frühling zum Beispiel, gibt es einen Vorfrühling im Gartenbau, also im wissenschaftlichen Gartenbau, den Erstfrühling und den Vollfrühling, den Früh-, Hoch- und Spätsommer und so weiter. Nur der Winter, der steht grau und monolithisch da. Warum? Weil es das Jahreshinterteil ist irgendwie, gell? Es ist einfach eine Jahreszeit, die uns scheinbar nicht nahe geht. Wir haben sie innerlich auch schon längst abgeschrieben. Also wir schauen ja mit Pflanzen und mit Gemüsebau immer nur auf die Vorderhälfte des Jahres. Schade. Und deswegen haben wir jetzt fünf so Slogans formuliert, die ich irgendwie beweisen möchte, dann jetzt auch in meinem Beitrag. Fünf Thesen, wenn man so will. Die würde sagen, der Winter, davon bin ich schwer überzeugt, der Winter ist die im Gemüsebau verlorene Jahreszeit. Winter ist keine Hauptwachstumszeit, das ist uns allen klar, aber Winter ist Erntezeit. Und das, warum? Weil das ist vielleicht der zentrale Satz meines ganzen Beitrags. Viele Gemüsearten sind frostfester, als es landläufig bekannt ist. Es ist nämlich interessant, wenn wir in Fachartikeln, in Fachbücher schauen, dann finden wir entweder überhaupt keine Angaben zur Frosthärte von Gemüse oder Gemüse wird grenzenlos unterschätzt. Es ist schon spannend, wir wissen alles über unsere Nutzpflanzen. Es gibt wissenschaftliche Artikel, wenn man sich da in den Fachzeitschriften ein bisschen umschaut, wie viel Milligramm Nitrat aus einer Petrischale eine Salatpflanze nimmt, das wissen wir alles pro Tag. Aber wo so die Frosthärtegrenzen liegen, das wissen wir nicht. Das hat niemand erforscht, das hat noch niemanden interessiert anscheinend. Uns interessiert es. Und wir sind draufgekommen, die Pflanze mit ihrem biologischen Potenzial hat viel mehr zu bieten, als wir ihr jemals zugetraut haben. Und wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen, dann zahlen wir einen hohen Preis mit aufwendigem Drumherum, das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Und genau darum geht es, die Pflanze in ihrer Biologie zu entdecken, neu zu entdecken und wirklich jetzt in einem umfassenden Sinn zu nutzen. Es gibt noch andere Hilfsmittel, die uns dabei unterstützen, zum Beispiel neue, alte Gartenbautechniken, die man über Generationen, über Jahrhunderte, möchte ich fast sagen, angewendet hat im Gartenbau und die erst in den letzten 20, 30 Jahren aus der Mode gekommen sind. Zum Beispiel, ich sage jetzt nur dieses Mistbeetkastenprinzip, ne, dass der Abbau organischer Substanz Wärme erzeugt, die zur Saisonverlängerung verwendet werden kann. Das haben Generationen von Gärtnern vor uns im kleinen Finger gehabt. Die haben das ganz regelmäßig auch angewendet. Aber heutzutage, wenn man in einem Computer nur die Heizung irgendwie ein bisschen größer oder kleiner drehen muss, die Steuerung einstellen und justieren muss, dann vergisst man solche Prinzipien, weil sie scheinbar nicht mehr notwendig sind. Ich denke, sie sind notwendiger denn je, nur wir wollen nicht einfach zurück in die alte Zeit, sondern wir wollen diese einfachen, genialen Prinzipien ganz neu anwenden. Und dazu werde ich dann im letzten Teil auch noch ein bisschen was erzählen. So, jetzt kommt eine kleine Werbeeinschaltung. Es ist immer so, nach einer Viertelstunde kommt der erste Werbeblock. Nein, es geht um Bücher zu diesem Thema. Das Handbuch Wintergärtnerei, das uns in unserer Arbeit sehr inspiriert hat. Wir sind schon vorher unterwegs gewesen im Wintergemüsebau, versuchsmäßig. Ich beschäftige mich jetzt schon seit über 10 Jahren mit diesem Thema. Aber der Elliot Coleman hat uns sehr, sehr inspiriert mit seinem Winter Harvest Handbook. Er war 2013 bei uns in Wien auf Besuch und im Anschluss daran ist das Buch übersetzt worden von meiner Frau und im Löwenzahn Verlag herausgegeben worden. Es liegt hinten auch am Büchertisch und ist wirklich ein schöner Einblick in einen Betrieb, in seine Four-Season-Farm und wie der Elliot das halt in Maine, ganz im Nordzipfel der USA, auch schon praktiziert. Ich habe im Oktober 2016 dann mein Wintergemüsebuch herausgebracht. Da geht es eher um die Selbstversorgung, weil das war irgendwie so ein bisschen die Wunschzielgruppe des Verlags, auch als Ergänzung zu Eliots Buch. Einfach 77 Gemüsearten, die im Winter frisch nutzbar sind und in all ihren Facetten beschrieben werden und auch die Grundsätze des Winters. Und dann möchte ich noch eben den Jean-Martin Fortier erwähnen, der sicher vielen von euch bekannt ist. Der war letzten November in Wien auch und ist ja dann weitergereist nach Fulda, war auch hier in Deutschland zu Gast. Und er und seine Frau, die
Maud Helen, die betreiben diese Farm. Das Bild ist uns leider abhanden gekommen, macht nichts. Aber diesen Jardin de Grelinette mit seiner Biogabel, nach seiner Biogabel benannt. Wie kann man von einem Hektar wieder gut leben als Gemüsegärtner? Dieses Konzept, das irgendwie erscheint uns sehr, sehr wichtig und zukunftsweisend auch für unser Land, für unsere Gesellschaft. Viele kleine Betriebe ernähren eine Gesellschaft besser als die Agrarindustrie, davon bin ich überzeugt. Aber diese Betriebe brauchen Unterstützung, sie müssen irgendwie mal auch vernetzt und irgendwie gefördert werden, sonst funktioniert es einfach nicht. Und das ist auch Aufgabe eigentlich unserer gesamten Forschungsarbeit. Das habe ich mir auch als strategisches Ziel für unsere Bundesinstitution gestellt. Ja. Aber jetzt kommen wir zurück zum Winter. Ja. Der Winter, wenn man an den Winter denkt, fallen einem schöne Bilder ein von Schnee, Flocken und was weiß ich, von Frost und Eiskristallen. Den Winter haben wir immer abgespeichert als die kalte Jahreszeit des Jahres. Die Kälte, der Frost stehen für uns innerlich so im Vordergrund. Von seinem ursprünglichen Wort, von seiner Bedeutung her, ist dieser Zusammenhang gar nicht einmal so im Vordergrund. Sondern Winter heißt eigentlich, kommt von einem althochdeutschen Wort und heißt die nasse Jahreszeit. Und ich finde, dass das die Sache mit dem Gemüse viel besser trifft, weil das kann man jetzt schon so in den Raum stellen. Im Winter verschimmeln und verfaulen mehr Gemüse, als sie erfrieren. Der Winter ist nicht bedrohlich wegen seiner Kälte oder wegen des Frosts für die meisten Pflanzen, sondern wegen unkontrollierter Feuchtigkeit. Man kann den Winter jetzt verschieden definieren, das wollen wir uns jetzt da nicht in die Details bewegen, aber es gibt diese astronomische Winterdefinition, die meteorologische, das ist das, was immer da unsere Fernsehsprecher sagen, welcher Monat in welche Jahreszeit gehört. Und jetzt gibt es auch eine gemüsebauliche Winterdefinition. Mit der Veröffentlichung meines Buches ist sie amtlich geworden. Von Anfang November bis Ende März, das ist so für uns die Jahreszeit des Winters. Wir haben den Spätherbst und den Vorfrühling mit dazugenommen und umspannen eine Jahreszeit, die 5 Monate lang ist. Und genau diese Zeit ist geprägt eben von dem, wie ich es am Anfang geschildert habe. Da begeben wir uns gänzlich in die Arme, wenn man es so möchte, als Gesellschaft, in die Arme der Agrarindustrie beziehungsweise halt dieser ganzen Importwirtschaft. Fast ein halbes Jahr, dass wir eigentlich, wo wir die Kompetenz über die eigene Ernährungssouveränität aus den Händen legen. Warum? Weil der Winter da ist und wir einfach nicht fähig sind, uns wirklich selbst zu versorgen, weil wir so tief eingespeichert haben, dass im Winter einfach nichts geht. Schade. Der Winter hat irgendwie 2 Höhe- oder Tiefpunkte, wenn man so möchte. Das eine ist die Zeit so um Weihnachten und den Jahreswechsel. Das ist eine besondere Zeit im Jahr, wo die Leute gut versorgt sein wollen, mit Vielfalt, mit Besonderem. Und wenn man so schaut auf diese Festtafeln unserer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, da merkt man einfach, das ist sehr stark von Exotik geprägt. Die Weihnachtstafel, da muss alles her, was gut und teuer ist und von irgendwo möglichst weit weg herkommt. Wenn es uns gelingt, zum Beispiel frischen Salat auf die Festtafeln zu bringen und Festtafel tauglich zu machen, überhaupt einmal anbieten zu können, dann glaube ich, haben wir wirklich was erreicht. Stellt euch das so vor, man sitzt eben im Kreis seiner Verwandtschaft rund um die Weihnachtstafel und steht dann noch schnell auf und sagt, ich habe ganz vergessen, den Salat zu ernten. Und man geht hinaus und pflückt frischen Salat und zusammen mit einigen Radieschen drüber stellt man es dann noch mitten auf den Tisch. Das sorgt für festliche Gespräche. Ist das überhaupt möglich? Wie hast du das gemacht? Wie funktioniert das bitte? Salat mitten im Winter, das kann es doch gar nicht geben. Genau das sind die Geschichten rund um das Wintergemüse. Und das Zweite, das ist dann der ausgehende Winter. Das ist die Zeit so von Februar bis März, wo einfach der Winter seine Längen hat. Wir kommen jetzt in diese Phase, wo man sich wirklich schon sehr sehnt nach dem Frühling und nach frischem Grün, das ja dann nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut tut. Und diese Zeit ist auch wieder eine Zeit besonderer Sehnsucht nach dem frischen Grün und auch eines großen Bedarfs nach frisch geerntetem Gemüse. Wenn es uns gelingt, in diese 2 Hotspots des Winters hinein unser Frischgemüse zu platzieren, dann haben wir wirklich was erreicht und bewegt. Aber bevor wir jetzt wirklich so kleine einzelne Porträts herausgreifen können, möchte ich noch ein bisschen was Grundsätzliches sagen zu Pflanzen im Frost. Noch einmal, der Frost, das ist uns das, was uns sofort im Vordergrund steht, wenn wir an den Winter denken. Und ich kann nur eine beruhigende Botschaft da jetzt gleich an den Anfang stellen. Wenn Pflanzen nicht mit Frost zurechtkämen, wenn sie nicht mit allem ausgestattet wären in ihrer ganzen Physiologie,
um den Winter zu überleben, dann wären sie auf diesem Planeten nicht so erfolgreich. Weil 2/3 der Erdoberfläche sind winterlichen Frösten ausgesetzt. Pflanzen haben alles, was sie brauchen, um mit dem Frost zurechtzukommen. Und das können wir einmal als beruhigende Grundannahme mitnehmen in unsere Arbeit. Auch Gemüsepflanzen, viele Gemüsepflanzen kommen mit dem Frost bestens zurecht. Sie sind ausgerüstet. Natürlich ist es nicht so einfach, wenn jetzt vom Frost zu reden. Es gibt ja viele Einflussfaktoren auf die Frosthärte und die Winterfestigkeit von Gemüse. Zum Beispiel, wie lang es einwirkt, wie schnell der Frost einwirkt, welches Entwicklungsstadium der Pflanze er trifft. Und da gibt es auch so Prinzipien. Zum Beispiel, junge Blätter, junge Pflanzen sind frosthärter als ausgereifte Erwachsene. Das ist auch so ein Prinzip, das sich durch den ganzen Gemüsebau durchzieht. Deswegen hat man in vielen Jahrhunderten, kann man fast sagen, eben diesen Überwinterungsanbau praktiziert, dass man im Herbst noch ausgepflanzt hat und im Jugendstadium die Pflanzen über den Winter stehen hat lassen. Genau aus diesem Grund, weil die Pflanze im jungen Zustand noch frosthärter ist. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede in den verschiedenen Pflanzenorganen. Welche Pflanzenteile sind betroffen? Blätter sind meistens frosthärter als Knollen und Wurzeln. Und die sind aber auch besser geschützt im Boden. Das heißt, das passt ja wirklich gut zusammen. Das heißt, man braucht nicht ein ganzes Gewächshaus auf 20 Grad heizen, nur weil da drinnen Tomatenpflanzen stehen. Man kann viel spezifischer arbeiten. Man schützt die Pflanzenteile, die empfindlich sind und muss nicht die ganze Pflanze aufheizen. Wenn man da mit der Physiologie der Pflanze vertraut ist, dann spart man sich einen großen Aufwand. Und die Pflanze hat einen pflanzenphysiologischen Prozess, diese sogenannte Frosthärtung oder Akklimatisation, mit der sie sich auf den Winter einstellt. Sie kann ihre Frosthärte verbessern. Sie kann sich für den Winter fit machen. Und genau das sollte man ihr auch ermöglichen. Natürlich hat die Düngung einen Einfluss. Stickstoffreiche Düngung führt zu einem weichen Gewebe und zu mehr Frostempfindlichkeit. Und die Sortenwahl ist ein wichtiger Faktor, wobei eine gezielte Züchtung auf Winterhärte eigentlich noch gar nicht stattgefunden hat. Auch in unseren Projekten, wir beschäftigen uns mit den gemüsebaulichen Fragen des Winters, aber noch gar nicht mit den züchterischen. Und da tut sich eigentlich noch ein riesiges Feld auf. Wenn man hier noch gezielt weiterarbeiten würde und selektieren würde, dann könnte man noch das Ganze noch viel tiefer ausschöpfen. Unserer Erfahrung nach ist es keine Frage des Überlebens, also zum Beispiel bei Salaten, denn erfroren sind uns da noch gar keine, aber sie sind unterschiedlich schnell in ihrer Entwicklung. Sie sind verschieden gut geeignet für den Winter. Die einen sind schneller unterwegs, was günstig ist, und manche andere erfrieren auch nicht, aber sie brauchen länger. Und da kann man die richtigen Sorten herausselektieren. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht so ins Detail gehen, was diese Frostschutzeinlagerungsmechanismen im Inneren der Pflanze ist. Das müssen wir jetzt übergehen, aber man kann so viel sagen, es ist für die Pflanze nicht egal, ob sich Eiskristalle sind die eigentliche Bedrohung, wenn man so möchte, durch Frost, ob sich die zwischen den Zellen oder in den Zellen bilden. Das macht einen großen Unterschied. Interzelluläre, also Eisbildung zwischen den Zellen, ist vollkommen reversibel. Wenn die Pflanze auftaut, ist überhaupt nichts passiert. Aber wenn sich Eiskristalle in den Vakuol, also in diesen Zellsafträumen, im Inneren der Zelle bilden, dann wird es gefährlich. Und die Pflanze hat ein Instrumentarium, um das zu verhindern. Und es gibt viele Begleiterscheinungen jetzt im Zusammenhang mit Frost, die viel bedrohlicher sind als der Frost jetzt als eigentliches Merkmal. Zum Beispiel Austrocknen, die Gefahr des Austrocknens im Winter. Das ist einerseits die Frosttrocknis gemeint, dass an strahlend schönen, aber klirrend kalten Sommertagen die Pflanze mit dem grünen Blatt trotzdem noch transpiriert. Aber wenn der Boden gefroren ist, kriegt sie eben kein flüssiges Wasser raus und kann so vertrocknen. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter ist eben die mechanische Belastung. Wenn eine Pflanze eingefroren ist und auch Eiskristalle da drinnen zwischen den Zellen sich gebildet haben, die für sie nicht bedrohlich sind eigentlich, aber sie wird mechanisch beansprucht, dann zerstören diese Eiskristalle, man kann sich das so vorstellen, die stechen praktisch in die Zellen hinein und zerstören das Gewebe. Das heißt, gefrorene Bestände darf man nicht berühren. Man darf sie nicht beernten, man darf nicht drin herummarschieren. Also wenn man da jetzt so ein gefrorenes Beet mit Salat hat und man rennt herum und greift dran, dann kommt es zu echten Schädigungen. Man lässt die Pflanze und den Bestand einfach in Ruhe, solange er noch gefroren ist. Ich sage immer, nicht einmal hinschauen, weil das braucht man eh nicht. Das schaut nicht so besonders schön aus, wenn Gemüse gefroren ist.
Und wenn dann in den Morgenstunden, Vormittagsstunden die Sonne wieder rauskommt und in unserem geschützten Folientunnel den Bestand wieder auftaut, dann kann man rein. Das ist aber das Problem des Freilands. Im Freiland gibt es Wind, gibt es mechanische Belastung und es ist nicht die Kälte, sondern es ist die mechanische Belastung, die dann dazu führt, dass die Pflanzen beansprucht werden und letztlich dann auch Frostschäden zeigen. Wir kommen dann beim Salat noch hin. Das Geheimnis erfolgreichen Wintergärtners ist der richtige Zeitpunkt. Und in meinem Buch gibt es so eine Tabelle, da steckt sehr viel Schweiß drinnen, kann man sagen, jetzt nicht buchstäblich natürlich. Da ist darum gegangen, wann muss ich jetzt was anbauen, damit es im Winter in dieser definierten Jahreszeit erntbar ist. Und das ist eben der Schlüssel zum Erfolg. Ich muss rechtzeitig, punktgenau unterwegs sein, damit ich im Winter ernten kann. Ich muss den Sommer und den Herbst nutzen, mit hineinnehmen, damit der Winter dann wirklich die Haupternte, nicht Wachstums-, aber Haupterntezeit ist. Und ich habe einen Spruch gefunden, der mir sehr gut gefällt. Der stammt von einem französischen Impressionisten, also ein Künstler. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er den gemeint hat, aber für mich ist er wirklich punktgenau zutreffend. Der Herbst ist der Frühling des Winters. So einfach und schön ist es. Der Herbst verliert seine Depressionsfacetten, wenn man ihn als Aufbruch in eine neue Jahreszeit versteht. Und wenn ich den Herbst nutze, in dem Sinn, dass ich einfach die Pflanzen setze, die ich genau brauche, dann im Winter, dann wird das eine Aufbruchsjahreszeit. Dann ist sie mit dem Frühling vergleichbar. Dann fängt einfach eine neue Saison an. Wir reden immer von der Saison und meinen immer nur den Sommer. Und eigentlich ist die Wintersaison genauso ergiebig und vielleicht noch spannender. Jetzt schauen wir uns ein paar Gemüsegruppen an. Also ich kann das immer nur jetzt nur so im Streifzug machen. Aber exemplarisch für diese Vielfalt des Winters, für die Üppigkeit des Winters, wollen wir uns einmal die Gartensalate anschauen. Die Salate sind der Inbegriff von Frische, der Inbegriff von dem, was im Winter nicht geht normalerweise. Der Salat ist ein Frühlings- und Herbstgemüse, aber sicher kein Wintergemüse. Es sind nicht alle Salate gleich gut geeignet. Wirklich gut geeignet sind diese Pflücksalate, Batavia-Salate, Multileafs, Babyleafs, die eben da auch so in alten und neuen Sorten uns geboten werden. Und ich habe so eine Tabelle zusammengestellt, die auch irgendwie in den Unterlagen ist. Das funktioniert der Zeiger nicht mehr. Wo halt der Anbau angegeben ist. Die Zahlen sind die Monate, also der August zum Beispiel. A heißt Anfang, M heißt Mitte und E heißt Ende. Und das sind jetzt so, sagen wir mal, so Richtwerte. Natürlich gibt es geografische Unterschiede und ich rede von dem, wie wir es bei uns erarbeitet haben, bei uns am Zinsenhof eben. Wir sind am 44. Breitengrad gelegen in Österreich, am 44. ist der Elliot Coleman, genau, der hat mit seiner Luxusgärtnerei, ist ein bisschen südlicher, das heißt der Winter und der Kurztag des Winters trifft ihn weniger hart als uns. Ich weiß, Hamburg liegt am 52. und da sind wir jetzt irgendwo mittendrin jeweils. Das macht natürlich schon einen Unterschied und es drückt sich in der Kultur- und Entwicklungsdauer aus. Das heißt, gegebenenfalls muss man ein bisschen früher anbauen oder muss ein bisschen auch bei sich selber variieren und das optimieren, dass man den richtigen Zeitpunkt findet. Das sind Anhaltspunkte. Wir haben in Österreich ein Forschungsprojekt, das über das ganze Land geht, von alpinen Westen bis in den pannonischen Osten und den illyrischen Süden. Wir haben ziemlich einige Klimazonen bei uns vertreten, haben wir sechs Biobetriebe mit dabei und drei Versuchsstationen und haben jetzt versucht, da wirklich zu schauen, wie lang dauert es wo. Und es ist sehr, sehr spannend, das zu erforschen, aber diese Anhaltspunkte funktionieren bei uns. Also man kann das auch eigentlich so, sagen wir mal, so grob als Anhaltspunkt auch nehmen. Und wir haben da jetzt die Winterernte angegeben, hier, ob es geschützt oder im Freiland funktioniert. Und wenn da jetzt F-G steht, dann heißt das kann am Anfang im Freien wachsen natürlich. Und dann kann man eben einen Schutz drüber bauen. Das kann ein Minitunnel sein, das kann der Rolltunnel sein, der drüber fährt. Oder der Frühbeetkasten, den man dann einfach rausnimmt und drüber steckt. Also das gibt es in jeder Größenordnung, funktioniert das. Ob es Lagereignung hat oder nicht. Und dann die Frosthärte habe ich mit so Sternchen angegeben. Also ein Sternchen, zwei Sternchen, drei Sternchen. Hat nichts mit dem Tiefkühlfach zu tun, also von unseren Tiefkühlgeräten, sondern das ist der Versuch, so ein bisschen, es gibt natürlich Unterschiede in der Frosthärte von Gemüse. Ein Sternchen heißt Frosthart bis -5, -7 Grad. Zwei Sternchen heißt Frosthart -10, -12. Und drei Sternchen heißt Frosthart bis unter -15 Grad. Und bei uns am Zinsenhof, an meiner Forschungsstation, das ist voralpines Klima, ich sage immer, das ist so wie der Nordpol Österreichs, dort kann es ziemlich kalt werden.
Wir haben letztes Jahr, vor einem Jahr, genau, ziemlich genau um diese Zeit, haben wir minus 25 Grad gehabt dort. Dauerfrost über 3 Wochen. Im Tunnel minus 11,5 Grad. Das waren die tiefsten Temperaturen der letzten Jahre, der letzten 5, 6 Jahre, seit wir uns mit Salaten beschäftigen. Und das, ja, das haben wir dokumentiert. Ja, die Gartensalate können eben als Babyleaf angebaut werden, aber auch da sollten sie in einen geschützten Raum gestellt werden. Wie schaut es aus, wenn so ein Salat eingefroren ist? Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, es ist wie Glas, es ist hart, es ist irgendwie ja, so halb durchscheinend. Die Pflanze liegt eher am Boden, die Rosetten sind eher flach am Boden liegend. Dieses Bild habe ich bei minus 9 Grad aufgenommen. In einem Folientunnel, aber minus 9 Grad in den frühen Morgenstunden. Und so schaut der Salat aus und man schaut rein und denkt sich, es ist alles tot. Bis man 2 Stunden später hinkommt, wenn die Sonne den Raum ein bisschen aufgewärmt hat und derselbe Kopf, ja, man sieht es jetzt nicht so gut, weil das Foto ein bisschen dunkel ist, derselbe Kopf frisch, saftig ist und völlig ungeschädigt. Das ist das Geheimnis des Wintergärtners, das auch beim Salat funktioniert. Minus 11,5 Grad ist jetzt dokumentiert der Tiefstwert, wie ich gesagt habe. In der Literatur wird ihm Grad und Grad Frost zugestanden, also dass er halt mit 0 Grad zurechtkommt. Und ich habe den Eindruck einfach, dass das Gemüse die Fachliteratur nicht gelesen hat. Es schaut so aus, als wären die irgendwie einfach mit unseren akademischen Lehrbüchern nicht ganz vertraut. Was brauchen jetzt so Wintersalate? Eben einen Schutz, und zwar aus 3 Gründen. Das erste ist dieser Erwärmungseffekt, der uns natürlich schon hilft, wenn dann die Sonne aufgeht und die kältesten Nächte sind diese sogenannten Strahlungsnächte. Dann kommt aber tagsüber die Sonne raus, weil der Himmel wolkenlos ist und der führt zu einem relativ raschen Erwärmungseffekt. Das ist natürlich dann auch wieder, dann friert der Boden nie durch da drinnen, es taut wieder auf, die Pflanze wächst sogar. Das zweite ist eben der Schutz vor unkontrollierten Niederschlag. Und das ist eine der wichtigsten Funktionen, die Kulturräume im Winter erfüllen. Es geht gar nicht so um die Temperatur. Es wird manchmal im Inneren so eines Tunnels genauso kalt wie draußen, nur mit Zeitverzögerung. Aber die Kultur ist geschützt vor Schnee, Regen und vor winterlicher Feuchtigkeit. Und genau das ist nämlich das Problem. Und das dritte ist eben der mechanische Schutz vor Wind. Dieses, wie ich gesagt habe, dieses mechanische Arbeiten an der Pflanze, das fällt im Tunnel, im geschützten Raum weg. Das ist der Grund, warum eben so Folientunnel auch so besonders wichtig sind. Was muss man jetzt im Winter tun? Eigentlich nicht viel. Gepflanzt ist schon im Herbst worden. Im Winter wird nur sparsam gegossen, aber ausgiebig gelüftet. Kein Mensch braucht eine Heizung in einem Gewächshaus. Das ist völlig sinnlos. Aber eine Lüftung, auf die kann man nicht verzichten. Eine effiziente, gute Lüftung ist absolutes technische Anforderung an einen geschützten Kulturraum. Ob das jetzt händisch ist oder automatisiert, ist jetzt nicht so wichtig, aber man muss lüften, man muss die Luftfeuchtigkeit aus dem Kulturraum rausbekommen. Sonst hat man sofort Probleme mit Pilzkrankheiten. Also da sieht man jetzt ein bisschen was zum Gießen. Auf sandigen Böden gießen wir vielleicht, ja, 4, 5 Mal während des ganzen Winters. Wir haben aber sehr schwere Böden bei uns auf der Versuchsstation, lehmige Böden, und wir gießen 2 oder 3 Mal während des ganzen Winters. An sonnigen Vormittagsstunden, wenn der Bestand wieder abtrocknen kann, ein befeuchtetes Blatt ist ein Risiko, eben was die Pilzkrankheiten betrifft. Das heißt, es muss möglichst rasch wieder einfach wieder frei und trocken werden. Und das sind eben dann diese Kandidaten, die uns im Winter ein bisschen das Leben schwer machen, zum Beispiel der Grauschimmel, Botrytis. Auch diese Pilze sind frosthärter, als es die Polizei erlaubt. Die halten auch bis minus 5 Grad können die infizieren. Das ist auch erstaunlich robust, muss man sagen. Ich meine, im Zweifelsfall hat der Salat die Nase vorne, aber wenn es eben so 0 bis so um die 0 Grad hat, das sind gefährliche Phasen während des Winters, weil die Pilze voll funktionsfähig sind. Und wenn die Pflanze feucht ist, geht es innerhalb von Stunden, dass so ein erntefähiger Kopf dann so ausschaut. Ich habe das Bild aufgenommen bei einem Gärtner, der hat so einen Einfachfolientunnel gehabt. Ich bin da früh hinkommen, die Nacht war sehr kalt, das Eis war gefroren oben im Deckenraum seines Folientunnels. Und während wir geredet haben, ist die Sonne rausgekommen, das oben ist geschmolzen und runtergetropft und ist immer in denselben Kopf reingetropft. Und wir sind daneben gestanden und mir hat schon den Magen umgedreht, weil im Augenwinkel habe ich gesehen, es tropft immer auf denselben Salat. Und ich habe gewusst, der ist erledigt, der ist tot. Das überlebt er, das kann er nicht überleben.
Es darf kein Kondenswasser sich bilden im Inneren. Besser über Nacht einen Spalt offen lassen. Bitte sich nicht fürchten vor der Kälte. Mir ist lieber, es ist um 2 Grad kälter und es ist trocken drinnen, als ich geiz um jedes Grad und habe dann Kondenswasser, das mir auf die Köpfe tropft. Das ist tödlich. Auch der falsche Mehltau schaut nicht so appetitlich aus. Der bildet eben so einzelne, ja, so abgestorbene Flecken auf, bis ins Innere der Köpfe hinein und ist auch um die 0 Grad auch funktionsfähig, also infektionsfähig. Das heißt, der kann uns durchaus auch zu schaffen machen, nicht nur beim Salat, sondern auch bei den Radieschen. Das haben wir schon besprochen. Ja, jetzt ist natürlich, der Winter ist jetzt nicht die Jahreszeit der Weltrekord Salatkopfgrößen, das ist auch klar. Man könnte jetzt ein bisschen enger setzen, weil ja die Pflanzen sich nicht so kräftig entwickeln. Aber ich würde eben schauen, dass man die Bestände fast so lässt wie im Sommer oder im Herbst, damit der Boden luftiger bleibt, damit das Ganze eben auch der Boden abtrocknen kann. Wenn das alles sehr dicht bepflanzt ist und eng steht, dann kommt die Feuchtigkeit aus dem Boden wieder nicht weg. Ein paar Bilder zu unseren Winterversuchen. So haben wir das jetzt in den letzten Jahren immer getestet. Und jetzt so ein paar Bilder, die das Wachstum, wo ich mir jetzt selber widerspreche. Ich habe am Anfang gesagt, Winter ist nicht Wachstumszeit. Das stimmt gar nicht. Im Lehrbuch steht, unter 10 Stunden wächst eine Pflanze nicht mehr, gell? Unter dem 10 Stunden Tagesgrenze. Das ist bei uns so Mitte Oktober der Fall. Da geht der Tag unter die 10 Stunden Grenze. Und erst so Ende Februar kommt er wieder heraus. Gell? Und wir haben einen Ringversuch gemacht, das heißt, wir haben die Salate derselben Sorte auf all diesen 6 Biobetrieben quer durch Österreich an den 3 Versuchsstationen zum selben Zeitpunkt gesetzt, so synchron, in derselben Kalenderwoche. Und das war Ende September. Ende September haben wir einen grünen Eichblattsalat gesetzt. Mitte Oktober war er bei uns am Zinsenhof so, noch weit davon entfernt, er war gerade irgendwie eingewachsen, aber er war weit davon entfernt, noch irgendwie in Richtung Erntereife zu kommen. Und dann dachte, da haben wir uns jetzt irgendwie verkalkuliert, weil wir wollten ihn zu Weihnachten ernten. Ja, dann haben wir die Wochen gewartet bis Weihnachten und zu Weihnachten war es ein 18 bis 20, also 180 bis 200 Gramm schwerer Kopf. Etwas, wo man sagen kann, das ist ein Salatkopf. Gell? Das ist so vermarktbar, frisch und einfach von der Qualität her ohne irgendwelche Probleme. Wieder in einer Jahreszeit, in der er eigentlich gar nicht wachsen dürfte. Und wir haben heuer einen Ringversuch gemacht. Ich meine, der diesjährige Winter war, das kann man fast nicht als Winter bezeichnen. Gell? Also bei uns, ich weiß, wir sind verschont geblieben von Friederike, von diesem Sturmtief. Auch der Herr Donald Trump hat uns nicht besucht, weil ich glaube, in seiner Gegend, wenn er irgendwo erscheint, dann hat der Klimawandel keine Chance. Also das muss man jetzt schon dazu sagen, auch. Aber es war heuer wirklich ein außergewöhnlicher Winter. Und ein Betrieb bei uns, der in der Nähe von Salzburg zu Hause ist, also wirklich in Westösterreich, der hat jetzt auch Ende September seinen Salat gesetzt und zu Weihnachten, wie wir vorbeigekommen sind, haben wir geerntet und ausgewertet. Und die größten Köpfe waren zwischen 300 und 400 Gramm schwer. So hat der ausgeschaut. Also da glaubt man nicht, dass man da, dass das Weihnachten ist zu dieser Zeit, wenn man eine Kiste mit so einem Salat sieht. Er war glücklich, der hat das wunderbar in seinem Abhofladen verkaufen können, hat einen ganzen Tunnel bepflanzt gehabt mit kaum Ausfällen. Also das war wirklich ein großer Erfolg für ihn. Der zweite Satz, wir arbeiten dann immer in diesem Ringversuch noch mit einem zweiten Satz, der wird 2-3 Wochen später gepflanzt, Mitte Oktober gepflanzt, auch in diesen ungeheizten Folientunnel. Mitte November habe ich ein Foto gemacht, hoppala, das war jetzt zu geschwind. Mitte November hat der auch noch sehr, sehr locker ausgeschaut. Also noch sehr. Ich habe extra so fotografiert, dass man sieht am November 2016, weil der Winter war wirklich ein bisschen was man als Winter bezeichnen kann. Da ist draußen schon Schnee gelegen bei uns und es war kalt, auch schon vor Weihnachten eben. Und der Salat war noch sehr, sehr überschaubar in seiner Entwicklung. Und im nächsten Jahr, das ist dann der Satz, der übers Jahr geht, über den Jahreswechsel. Und im Februar war er auch wieder mit die 200 Gramm ungefähr Schnitt fertig. Also dieser zweite Satz, der hat natürlich eine entsprechend lange Entwicklungsdauer, der ist dann im Februar wieder punktgenau in dieser Jahreszeit, die wir als wichtig bezeichnet haben, ist der dann erntefähig. Und so läuft das auch heuer wieder. Also das sind die echten Salate, wenn man so möchte, die Gartensalate. Es gibt natürlich viele Salate jetzt im weiteren Sinn, nämlich Salatkräuter. Und es fehlt mir einfach die Zeit, jetzt über die alle zu reden.
Aber es gibt unzählige, also beim Feldsalat, wir sagen in Österreich, wir sagen Vogelsalat dazu, ist es ja, sagen wir klassisch, dass der ungeheizt in Folientunnel produziert werden kann. Das haben wir ja abgespeichert, so funktioniert es ja schon seit lang, auch im Erwerbsgemüsebau im sogenannten. So kennt man ihn ja, aber eine Fülle von anderen Schnittsalaten sind im Winter auch wunderbar geeignet. Und die Asiasalate, das war der eigentliche Ansatzpunkt, wie wir in das Thema überhaupt eingestiegen sind, mit einem Babyleaf-Versuch. Wir haben eigentlich gar nicht an den Winter gedacht. Wir haben das ganze Jahr über satzweise angebaut und haben geschaut, wie lange braucht er, bis er so 6 bis 8 Zentimeter Blattlänge hat und gut schnittfähig ist. Und haben das halt gestaffelt über ein ganzes Jahr und haben da so Sortenversuche angelegt. Und dann ist uns damals, 2007, ist uns der letzte Satz draußen stehen geblieben. Den haben wir irgendwie nicht mehr geschafft, auszuwerten, einzuräumen, abzuräumen. Und wir haben uns gedacht, da war der Winter ein bisschen zu früh da. Und wir haben uns gedacht, ist wurscht, lass mal draußen. Ja. Statt plangemäß bei minus 3 Grad zu erfrieren, das müsste er laut Lehrbuch wissen, ist er draußen stehen geblieben. Und wenn ihn damals nicht die Hasen zusammengefressen hätten, dann hätte er den ganzen Winter überlebt. Und das war unser Aha-Erlebnis damals als Einstieg. Wenn der minus 14 Grad aushält, das hat er nachgewiesenermaßen, und nur mit minus 3 bis minus 5 Grad irgendwie so in den Tabellen, wenn überhaupt, zu finden ist, dann ist da noch einiges möglich. Das haben wir uns damals gedacht und haben uns auf die Reise begeben und haben nicht nur die Asiasalate selber dann zuerst einmal wirklich so erforscht, um zu schauen, wann muss ich sie anbauen, damit sie dann punktgenau in dieser Jahreszeit erntbar sind, sondern haben von denen ausgehend dann auch viele andere Gemüsearten unter die Lupe genommen. Asiasalate sind im Winter, würde ich sagen, unersetzbarer Teil des Sortiments in der Direktvermarktung. Gott sei Dank haben sie sich schon stärker etabliert. Jetzt in den letzten 10 Jahren hat sich das wirklich entwickelt. Asiasalate sind ein Spezialprodukt, sie sind kein Massenprodukt, aber sie sind wunderbar geeignet, weil sie eben Farbe, Form, Vielfalt, jetzt auch geschmacklicher Art, ja, in die Tasse, in die Salatschüssel bringen. Und wenn man hier eben von diesem Mizuna, japanischen Salatkohl, den Blattsenfen, den Pak Choi oder auch hier dieser Red Streaks ist ein rot gefärbter Blattsenf, der ein bisschen würzige Schärfe hat. Das ist optische und geschmackliche Vielfalt, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Hier ein Bild. Anfang, also Asiasalate, alles was man bis Mitte, Ende Oktober sieht, wird noch zu Weihnachten fertig, bis in diese Schnittreife eben. Alles was dann ab Anfang November ausgesät wird, wird erst übers Jahr im Februar fertig. Und wir haben das hier gemacht, wir haben einen Feldsalat und einen bestimmten Blattsenf nebeneinander angebaut, und zwar um den 10. November herum. Und dieses Bild ist am 10. Februar ungefähr aufgenommen worden. Und jetzt sieht man, wenn man spät im Jahr sät, dann entwickelt sich meistens kaum mehr was, bis es zur Keimung kommt, bis die ersten, also da, bei dem Feldsalat waren da im Februar durchaus mit Lupe schon die ersten Laubblätter erkennbar. Ja. Aber der Asiasalat daneben war schnittfertig, der war erntbar. Das heißt, diese Asiasalate sind so unglaublich viel schneller in ihrer Entwicklung. Sie sind nicht nur frosthart, genauso wie der Vogel, sondern sie sind auch sehr, sehr rasch in ihrer Entwicklung. Man kann sie sogar am Fensterbrett anbauen. Man kann das jetzt den Leuten auch so kommunizieren. Das machen wir in der City Farm wieder, dass wir den Leuten zeigen, schau, du musst nicht deine Tannenzweigerl ins winterliche Kistchen stecken, sondern bau Asiasalate an und ernte dann im Winter. Ich weiß, es reicht nicht hundertprozentig zur Selbstversorgung während des Winters. Man erntet ja mit der Nagelschere, aber es ist trotzdem frisch geerntetes und es macht doppelt Spaß. Und noch einen Vorteil hat man, wenn das gefroren ist, so wie hier, dann nimmt man das ganze Kistel vom Fensterbrett, stellt es rein, lasst es auftauen, erntet und stellt es nachher einfach wieder raus. So kann man das auch machen. Einfach, wenn man das jetzt so in der Selbstversorgung praktiziert. Ja, Asiasalate sind wunderschön und diese grüne Frische vorm Fenster, die tut dann einfach wirklich gut, auch im Winter. Das ist auch ein optischer Effekt, wie gesagt, der uns im Winter einfach so gut tut. Der Winterportulak oder Winterpostelein, von dem ist gestern auch schon die Rede gewesen, das ist ein wunderbarer Winterkandidat. Ich möchte jetzt gar nicht so viel zu sagen. Wir ernten den 4-mal während des Winters. Einmal zu Weihnachten und 3-mal im März. Und wir ernten 4 bis 6 Kilo am Quadratmeter von diesem Kraut, das sehr saftig schmeckt und alles mitbringt, was man im Winter möchte. Wichtig aber, ihn rechtzeitig ernten, wenn er noch kompakt ist, der kriegt er dann so lange Blattstiele. Das wird dann ein bisschen unrund. Also wenn man versucht, es so als Salat mit der Gabel in den Mund zu bringen, ist ein bisschen schwierig. Kann man auch sich helfen. Also zum Beispiel der eine Gärtner in der City Farm, der hat, den ich da
beschäftige. Der hat 10 Jahre eine Biogärtnerei geleitet, hat damals auch schon den Winterpostelein angebaut und hat gesagt, ihm ist einmal so ein Satz komplett davon gegangen. Er hat dann aus der Not eine Tugend gemacht, er hat die Blätter oben geschnitten, hat sie in die Spitzengastronomie verkauft, nur die Blätter oben und hat dann die Stiele selber geschnitten. Ja? Also noch einmal unten geschnitten und hat nur so grüne Stiele gehabt dann. Die hat er an diese Küchenchefs geliefert als Spaghetti Verde. Ja? Und der Koch war begeistert. Ja? Der hat das kurz durchs kochende Wasser gezogen, nur so blanchiert und hat so eben so grüne Spaghetti gehabt dann. Und nach dem dritten, vierten Mal liefern hat ihn dann gefragt, du sag mal, was ist das? Das ist ja genial. Was ist das eigentlich? Ja? Und der Stefan, unser Gärtner, der hat gesagt, Betriebsgeheimnis. Ja, so geht es auch. Gut, die Winterkresse, ein tolles Winterkraut, würzig, scharf, kresseartig, pikant, wunderbar, vollkommen frosthart, auch im Freien sogar. Gibt es am Markt nicht zu kaufen, ich verstehe nicht warum. Ich meine, es hat schon eine würzige, aber man macht ja nicht eine ganze Schüssel mit der Winterkresse oder der Barbarakresse, sondern man verwendet sie für Aufstriche, für Salate, für zum Würzen und ist auch mehrmals zu ernten während des Winters. Ein wunderbares Winterkraut, das man sich auch nicht entgehen lassen sollte. Man schneidet einfach dann diese ganzen Rosetten oder die einzelnen Blätter, dann kann man sie mehrmals beernten. Ich kann jetzt nicht alle Kräuter durchgehen, das ist zu viel, aber ich möchte schon noch auf eine Gruppe zu sprechen kommen, nämlich das sind die Ampfer. Und die Ampfer sind deshalb so gut geeignet für den Winter, weil sie eigentlich sogenannte Permawedges sind. Ne? Man braucht heute alles, braucht ein neudeutsches Wort, jetzt sagen wir Permawedges statt Dauergemüse, das klingt schon viel fader. Aber Permawedges sind ja mehrjährig, frosthart. Das heißt, man kann sie wirklich genau zu Zeitpunkten ernten, wo sonst nicht viel da ist. Bei uns, auch in der City Farm, sind die Sauerampfer so wichtig, weil sie ja bei Kindern so beliebt sind. Das ist unsere Junior City Farmer, die wissen ganz genau, wo die Ampfer wachsen. Die rennen gleich mal am Anfang, wenn sie kommen, hin, stecken sie, naschen 3 Blätter, stecken sie 5 in die Hosentasche, dann geht es erst so richtig los. Diese ja, Säure, erfrischende Säure, die belebt jetzt im Sommer wie Winter. Und das Schöne an diesen Stöcken, die sich ja ziemlich dann etablieren, wenn die mehrjährig dort gewachsen sind, ist, dass sie zwar für den Winter einziehen, also im Anfang Dezember sterben die Blätter ab oberirdisch, aber sie treiben sehr schnell im nächsten Jahr wieder aus. Und dieser erste Austrieb kommt in einer Zeit, wo man sonst nicht viel Frisches und Grünes hat. Und diesen ersten Austrieb zu ernten, ist ein schönes, frisches Grün, das man auf den Markt oder eben in die eigene Salatschüssel bringen kann. Ja, im Hausgarten kann man sich dann auch noch die diversen Hilfsmittel zunutze machen. Aber jetzt auch im größerflächigen Anbau kann ich einen Mini-Tunnel drüber stellen, dann rege ich die Pflanze zum Zeitigen, dann ist jetzt kommen schon die ersten Blätter heraus. Man kann dann schon im Februar die erste Ernte machen. Und das ist auch ganz wichtig. Und diese Ernte geht bis Mai. Da kann man immer wieder mehrmals schneiden und dann lässt man den Bestand einfach in Ruhe. Im Sommer hat man genug anderes. Die Pflanze kommt wieder zu Kräften und kann wieder ihre Reservestoffe einlagern. Dieses Konzept des mehrjährigen Gemüsebaus ist eigentlich ein ganz wichtiges, das man noch viel stärker in den professionellen Anbau einbeziehen sollte. Ja, zu den Wurzel- und Knollengemüsen, da muss ich jetzt auch schneller weitermachen. Buntkarotten sind ein wunderbares Wintergemüse für Weihnachten. Buntkarotten müssen bis spätestens Mitte August angebaut sein, weil sonst geht sich das mit der Keimung und der Entwicklung nicht mehr aus. Weil die ja so langsam keimen und sich ziemlich langsam entwickeln am Anfang. Und dann hat man zu Weihnachten eine nicht nur eine zarte, wir sagen Karotten, ihr sagt es Möhren oder wie, nein, wir verstehen uns schon. Ich weiß, manchmal braucht man ein Wörterbuch, aber es geht schon, Vokabelheft. Ja, jung geerntet sind sie nicht nur süß, sondern wirklich knackig und zart. Und es ist das frische Grün hinten noch dran. Und das Grün ist vollkommen frosthart. Jetzt bin ich da schon wieder weg. Es kann sein, dass es bei Frost sich einmal umlegt, dass es bleibt grün und frisch und lebendig, aber manchmal legt es sich durchs Frost um. Es soll Schlimmeres passieren. Gell? Und steht grün einfach auf dem Beet während des Winters mit allen Zauberkunststücken, die der Winter zu bieten hat. Ja, und man erntet dann wirklich. Wichtig ist, es zu ernten noch bis Weihnachten oder spätestens jetzt bis im Jänner hinein, weil die Karotte sehr schnell wieder anfängt, ihre Reservestoffe zu mobilisieren für den frischen Austrieb. Das würde nämlich sehr früh im Jahr auch schon wieder passieren. Ab Februar fängt die zu treiben an. Also im Jänner unterirdisch macht sie schon wieder ihre weißen Seitenwurzeln.
baut die Reservestoffe ab und die schmeckt dann nach nichts mehr. Also die schmeckt nicht mehr süß. Das heißt, man sollte sie möglichst zu Weihnachten abernten und zu diese Süße, die Karotte anhäuft, weil dieser Umbauvorgang Zucker in Stärke durch die Kälte verlangsamt ist, das macht das besondere Plus jetzt geschmacklich auch von Winterkarotten oder von Wintergemüse generell aus. So ähnlich ist es auch mit dem Radieschen. Radieschen ist für uns das klassische Gemüse des Frühjahrs. Kann man wunderbar nach vorverlegen. Wir haben auch Radieschen in unseren Ringversuch einbezogen und wie wir da zu Weihnachten ernten wollten bei einem Betrieb bei uns im Osten von Österreich und kommen hin, ist der ganze Bestand, hoppla, eingefroren. Irgendwie kommen wir da nicht ganz. Müssen wir nochmal. Der ganze Bestand war gefroren. Und Radieschen, die eingefroren sind, schauen nicht schön aus. Gell? Man sieht das hier. Das Blatt klappt ab der Mittelrippe so nach unten, ist dunkel, glasig, halb durchsichtig und man glaubt wieder, es ist alles vorbei. Bis man 2 Stunden später hinkommt und dasselbe Stückchen frisch und ohne Schäden dasteht, als wäre überhaupt nichts gewesen. Das macht einfach immer wieder Spaß, wenn man das beobachtet, wie der Unterschied zwischen eingefroren und wieder aufgetaut, wie die Pflanze mit dem zurechtkommt und eigentlich völlig unbeeindruckt ist. Die Entwicklungsgeschwindigkeit, Ende September gesät, war Mitte Oktober, ja, alles noch sehr, sehr schütter angelegt. Wir haben auch wieder auf Weihnachten hin terminisiert. Zu Weihnachten hat der Bestand so ausgeschaut und die Radieschen waren fertig. In einer Jahreszeit, die unter dem 10-Stunden-Tag war, wo eigentlich nichts mehr hätte passieren dürfen. Und der zweite Satz war so ähnlich, das zum Beispiel, das war jetzt im Dezember 2017 da in der Südsteiermark bei uns aufgenommen. Ein Radieschen, das alles hat und kann, was ein Radieschen haben soll. Es ist nur weniger scharf als im Sommer. Radieschen im Winter schmecken milder. Und was ganz interessant ist, wir haben auch so einen Sensorik-Workshop gemacht vor 2 Wochen, wo wir das Wintergemüse ganz gezielt uns angeschaut haben, geschmacklich mit einer Sensorikerin gemeinsam, um so eine Salat- und Wintergemüsesprache zu entwickeln. Beim Wein hat man es, warum nicht beim Gemüse? Und da sind wir draufgekommen, dass Radieschen im Winter süß sind. Wenn man die kostet, haben die eine Süße, die wahrscheinlich sonst so überlagert ist, dass sie nicht wahrgenommen ist. Im Winter kommt es raus und es macht sie zu was ganz Besonderem. Das war der zweite Satz. Das war Anfang Jänner gesät. Anfang Jänner 2017, wo es 3 Wochen Dauerfrost gegeben hat. Und wir haben uns gedacht, ja, am 1. März waren es gerade gekeimt irgendwie und waren gerade die ersten kleinen Laubblätter da. Das wird knapp bis Ende März, wo unser Winter ja definitionsgemäß geht. Ende März hat der Bestand so ausgeschaut und die Radieschen waren fertig. Wir haben es noch gerade der Rent, wie man so schön sagt. So, jetzt kommen wir zum Kohlgemüse noch. Ich habe noch 7 Minuten Zeit. Kohlgemüse ist ja natürlich klassisch. Da sind viele Winterklassiker drinnen. Vieles, was wir an Wintergemüse so in Kochbüchern und so lesen, wird aus dieser Gemüsegruppe entnommen. Das Problem nur, es hapert ein bisschen mit dem Image, ja, weil das Kohlgemüse, da kribbelt es nicht so richtig. Also wenn man jetzt denkt, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, da ist schon wieder ein Bild verschluckt worden, macht nichts. Arme alte Leute essen, das ist so dieses Image, das da irgendwie drinsteht. Die dürfen aber nicht, weil es ja so blöd und so, da kommt dieser ganze ungute Image-Kreislauf in Gang. Und man hat so tief sitzende olfaktorische Kindheitserinnerungen noch im Stammhirn wahrscheinlich, wo man nicht genau weiß, so Mahlzeiten, wo man nicht weiß, wie viele Verdauungsdurchgänge haben die schon hinter sich, gell? Die Jugend ist auch schwer zu begeistern fürs Kohlgemüse heutzutage. Das sind bitte nicht die pädagogischen Konzepte, die wir in der Cityfarm umsetzen. Nur ja, arme alte Leute essen. Aber wir haben diese Gruppe neu entdeckt und wir haben sie nicht nur in ihrer Schönheit und Vielfalt neu entdeckt bei unseren Versuchen, sondern auch in ihrer Wintertauglichkeit. Und da ist einiges wirklich sehr, sehr gut geeignetes dabei. Der Grünkohl ist ein Klassiker, da brauche ich in Deutschland nicht viel reden über den Grünkohl. Wunderbar im Winter geeignet. Nämlich die grünen Varianten, die ja komplett frosthart sind, aber auch diese roten Grünkohle, was jetzt ein bisschen komisch klingt, aber die sind da auch sehr gut und optisch natürlich wunderbare Eyecatcher während des Winters. Das ist auch deshalb so schön, weil die halt noch eine dritte Dimension standhaft bewahren während des Winters. Ja. Weil das Problem des Winters sind diese flachen Äcker und Beete, wo einfach alles niedergewalzt ist, scheinbar durch die Kälte und den Frost. Aber eine Entdeckung, die uns besonders begeistert hat, war der Butterkohl. Der Butterkohl ist ein altes holländisches Hausgartengemüse. Aber die haben das dort auch schon komplett vergessen und verlernt.
Und wir haben da eine Sorte, diese Sorte ist unbedingt empfehlenswert. Die gibt es bei dem französischen Samenhändler Beaumont, Baumaux geschrieben. Ja. Und die ist deshalb so interessant, weil sie durch die Kälte und dann durch den Frost intensiv gelb sich durchfärbt, orangegelb, ganz leuchtend gelb. Also man sieht es schon von Weitem hin leuchten. Die sind bis minus 10, 12 Grad frosthart, bleiben einfach draußen am Beet und man erntet dann so einen gespitzten Kopf, der innen nicht so dicht gefüllt ist wie ein Weißkohl, ja, sondern er ist lockerer, hat aber dieses blasige, vielleicht des Wirsingkohls, und ist so butterzart und so mild auch im Geschmack, dass man roh essen kann. Den kann man wirklich so auch naschen. Also der Butterkohl ist ein wunderbares Wintergemüse. Bei uns in Wien, wir haben so eine Leibspeise, die heißt Krautfleckerln. Und das schmeckt wunderbar mit dem, kennt ihr wahrscheinlich auch, schmeckt wunderbar mit dem Butterkohl. Bei uns ein Mädchen, Volksschulalter, die Sophie war bei uns einmal eben in der City Farm und hat den Butterkohl beschrieben. Ich war auf der City Farm und habe ein Gewächs gesehen. Dieses Gewächs heißt Butterkohl. Ich werde euch über den Butterkohl erzählen. Er ist grün, wenn er älter ist, wird er gelb. Ich habe ihn in gelb entdeckt. Ich finde den Butterkohl toll. Na bitte, wenn so ein 8-, 9-jähriges Mädchen den Butterkohl toll findet, dann haben wir wirklich was erreicht. Jetzt imagemäßig mit dem Kohlgemüse. Gell? Sie hat ihn auch noch gezeichnet und ich finde, sie hat ihn gut erwischt. Wir haben ihn dort im Topf stehen. Sie hat den ganz punktgenau erwischt und hat ihn bei uns gekostet, gegessen und genossen. Genauso soll es sein. Palmkohle, gibt es keine Namensverwandtschaft mit mir, den gibt es schon länger. Der Palmkohl ist ein Vorfahr, nämlich des Wirsingkohls. Genau, ein wunderschönes Gemüse, das man auch roh, die jungen Blätter sind roh essbar. Oder so fein geschnitten in der Pfanne, kurz angebraten, ein wunderbares Gemüse. Und die großen Entdeckungen waren die Zierkohle. Zierkohle sind Zierpflanzen in unserer geistigen Abspeicherung. Gell? Und man findet sie auch nicht im Gemüsekatalog jetzt von den Samenfirmen. Aber wenn man das einmal ausprobiert und sich durch die Zierkohle kostet, dann kann man auch was erleben. Ja. Diese Zierkohle, weiße Feder, rote Feder, alle für die herbstliche Parkbepflanzung gezüchtet, sind nicht nur frosthart bis minus 10, 12 Grad, sondern auch geschmacklich ganz was Feines. Die jungen Blätter verwendet man für den Salat, die äußeren verwendet man einfach dann im Wok und in der Pfanne. Und selbst wenn einer abstirbt, ist er noch schön, gell? Dann haben wir ihn auch stehen lassen, weil er uns noch immer gefallen hat. Ich habe vor 2 Jahren zu Weihnachten einfach diese Zierkohle, man kann ja so diesen Mitteltrieb nehmen, dann habe ich geerntet, ein bisschen freigeputzt unten, habe ein Krepppapier und eine Masche herumgelegt und habe es meinen Freunden zu Weihnachten geschenkt. Gell? Und ich hab gesagt, nicht frohe Weihnachten, sondern guten Appetit. Gell? So, ja. Und ich weiß von einem Abokisten-Produzenten, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat das in die weihnachtliche Kiste gelegt. Also das, die Sendung vor Weihnachten hat er seinen Kunden ein kleines Weihnachtspräsent. Ja, ich weiß. Gut, schauen wir weiter. Aber wunderschön jetzt auch im Beet und auf dem Feld. Diese Röschen, eigentlich als Schnittblume gezüchtet. Ein wunderbares Partygemüse fürs Buffet, für den Salat. So, und jetzt nur noch ein paar Bilder zur City Farm im Winter. Wir haben so Kästen einfach. Wir gärtnern mit den Kindern auch im Winter, dass sie einfach spüren, das ganze Jahr über kann man Gemüse anbauen und ernten. Wir tun es natürlich in Ausstellungen, haben wir Veranstaltungen bei uns in Schönbrunn. Jetzt im Jänner eine mit 100 verschiedenen Gemüsen in der winterlichen Ausstellung. Allesamt aus unserem Versuchsbetrieb und Garten geerntet. Und dann gibt es eben auch Gartenführungen bei uns. Und zum Schluss jetzt des Winterteils, als Zusammenfassung gleichsam, möchte ich euch ein Gedicht vorlesen, das ich geschrieben habe. Das heißt ein Wintermärchen. Ich bin so begeistert vom Wintergemüse, dass ich jetzt im Zuge des Buchprojekts auch ein Gedicht geschrieben habe dazu. Das würde ich euch gerne vortragen jetzt noch. Ja? Ein Wintermärchen. Der Winter ist die Off-Saison in jedem Selbstversorgergarten. Gleichsam die Jahresendstation mit großen Schildern. Bitte warten. In jedem Acker, Feld und Beet. Jetzt kann man nur vom Sommer träumen. Weil ja im Winter gar nichts geht, gibt es auch gar nichts zu versäumen. So hüten wir die Ofenbank, das Winterernteloch ist riesig, ein halbes Jahr warten wir lang, weil nur der Sommer ist gemüsig. An dieser Stelle sage ich halt, um so viel Zeit wäre es wirklich schade, denn Kräuter, Lauch, Salatvielfalt vertragen satte Minusgrade. Wie passt Gemüse denn zu Frost, höre ich die Zweifler protestieren. Naja, vielleicht als Tiefkühlkost. Im Freien muss es doch erfrieren. So lehrt die Universität,
so steht es in Büchern und Journalen, nur das Gemüse widersteht, will nicht dem Frost zum Opfer fallen. Es hält sich glatt nicht ans Klischee, hat sicher all das nie gelesen, bleibt frisch und grün in Eis und Schnee, taut auf, als wäre nichts gewesen. Das ist der Wintergemüsebauer. Ja. Danke einmal. Dankeschön. Herzlichen Dank auch für das wunderschöne Ende. Ja, Goethe wird es nicht mehr werden, aber... Ja, aber ich glaube schon, die unterschiedliche Zugänge zu dem Thema zu bekommen, sehr wichtig ist. Und deswegen ja. Auch schön, dass du das Thema City Farm mit reingenommen hast, die Kinder. Genau. Wir hatten gestern einen Vortrag zum Thema Boden, wo es halt auch eben deutlich war zu sagen, wir können ganz viel über Technik, über Minusgrad und Ähnliches lehnen, aber solange wir nicht den eigenen Zugang eben halt auch bekommen, wird es eben an der Stelle halt auch nicht weitergehen. Genau. Ja, wir haben jetzt... Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Fragen, aber nach diesen Fragen wird Wolfgang nochmal einen Vortrag halten. So geschwind wird es mich nicht los. Genau. Ich kündige dir schon mal nur an, Low-Energy-System zur Verfrühung von Tomaten, Rolltunnelsystem. Genau. Bitte zu diesen Themen spart euch die Fragen. konzentriert ihn vielleicht auf den Vortrag. Wir haben jetzt tatsächlich auch eine Viertelstunde Zeit dafür genommen und ich hoffe, dass es passt. Und ich gehe jetzt mal... nach und nach durch die Reihen. Hallo. Ich wollte fragen, wie es im Winter mit dem Licht ist bei dir. Ja, also das Licht ist der eigentliche limitierende Faktor des Winters. Vom Frost braucht sich kein Mensch fürchten. Das Licht und die Feuchtigkeit sind und andere physikalische Parameter sind. Das Licht ist schwer zu verändern. Und deswegen ist zum Beispiel bei uns in Österreich die klassischen Gemüsebaugebiete bei uns im Osten, wo im Winter so viel Hochnebel liegt, sind eigentlich gänzlich ungeeignet. Die sind im Sommer unsere Hauptproduktionsgebiete, im Winter sind sie unbrauchbar. Und im Westen, im alpinen Bereich, wo jeder sagt, was, die Alpen und da ist so kalt, das sind die besten Winteranbaugebiete, Salzburg, Saalfelden und so weiter, weil dort einfach mehr Sonne scheint. Also auch wenn die Sonne scheint im Winter, hat sie eine Kraft, sie bewirkt Wachstum, natürlich in einer anderen Kategorie als im Sommer, aber es ist nicht so, selbst über Weihnachten, jetzt, das muss ich noch sagen, heuer, weil der Winter heuer, habe ich gesagt, nicht so besonders war, er war relativ sonnig über Weihnachten und bei uns in unserem Folienhaus sind Gurken gekeimt. Gurken. Wild aufgegangen. Die sind jetzt schon, haben schon so große Laubblättler mittlerweile. Also wenn ich jetzt über Wintergemüse, ich wäre von der Natur selber überholt, muss ich sagen, irgendwann einmal kann ich mich da hinsetzen, weil wir können dann bald alles anbauen. Also auch die wachsen. Es, nur eins, nicht so viele Schichten Abdeckmaterialien drüber. Es braucht kein Bestand, braucht mehr als zwei Schichten. Ob das ein Doppelfolientunnel ist oder ein Einfachfolientunnel mit einer Fließschicht oder einer Folienschicht drüber, das reicht vollkommen. Manche Leute glauben, so, weil die so das empfinden wie wir, ne? Wir ziehen uns auch gerne noch eine Schicht drüber im Winter, wenn es kalt ist. Die Pflanze funktioniert ganz anders. Die ist ja nicht eigenwarm. Ja? Die hat von diesen vielen Schichten eigentlich gar nicht so viel, wie wir glauben. Deswegen besser ein paar Schichten wegnehmen, keine Angst vor dem Frost und man hat dafür mehr Licht. Weil man nimmt sich sonst das ganze Licht selber weg, durch diese unzähligen Folien drüber. Ja, meine Erfahrung zum Bewässern ist aber völlig eine andere wie bei dir. Also immer wenn ich nicht bewässere, dann schrumpeln die Blätter tatsächlich so, obwohl es nicht gefroren ist, so zusammen. Und da sage ich, wir wässern lieber einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Habt ihr einen sandigen Boden? Nein, wir haben Lös, sehr schweren Boden. Und im Tunnel drinnen oder im Freien? Ja, ja, ja. Und dann bleibt er auch gesund, also lüften danach, ist klar, aber dann bleibt er gesund und hat auch eine schöne grüne Farbe, Feldsalat oder Postelein, egal was. Aber also, habt ihr viel Licht im Winter also, oder ist es oft hochnebelig oder irgendwie trüb? Sachsen, Mittelsachsen. Ich weiß, da bin ich nicht so. Ja. Aber schon eher sonnig? Dann schaut die Sache nämlich ein bisschen anders aus. Ja, also eher, jetzt eher nicht, manchmal ja. Manchmal auch 25 Grad, minus. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Es ist so, also ich sage, gießen an der Schmerzgrenze. Also wenn es natürlich anfängt anzuwelken, dann muss man gießen. Das ist ganz klar. Aber einmal die Woche würde ich mich ehrlich gesagt bei uns nicht trauen zu gießen, weil dann sofort der falsche Melder da ist, beziehungsweise der Grauschimmel. Aber...
Nein. Ja. Okay, danke. Ja, danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, wenn das so ist, dass die jungen Pflanzen besonders gut eigentlich den Frost aushalten, haben Sie Erfahrungen zu Jungpflanzen, die in Erdpresstöpfen draußen in einer Plastikkiste stehen? Also bietet das Erdreich da auch einen gewissen Schutz? Muss man die mehr schützen? Also jetzt, dass sie als Jungpflanze überwintern? Oder na, einfach also so, Was in der Kiste überblieben ist, irgendwie so mehr. Genau, oder zum Beispiel, wir haben zu einer Zeit, wo es noch Frost gibt, kriegen wir eine Lieferung Jungpflanzen und wir schaffen nicht sofort, die zu pflanzen und die stehen noch 1-2 Nächte bei uns. Müssen wir die dann richtig gut schützen oder können die das auch, wenn die isoliert in so einem kleinen 4x4 Erdpresstopf nur stehen? Die sind im Glashaus angezogen worden, die sind halt überhaupt nicht abgehärtet. Mhm. Das ist das Problem. Jetzt nur für 2 Nächte draußen halten nicht die dasselbe aus wie unsere im Versuch. Die muss man schon gut einpacken, wenn man sie rausstellt. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel, wenn man von woanders Jungpflanzen kriegt, im zeitigen Frühjahr oder so, dann muss man sie einmal abhärten, dass man damit dann rausgehen kann. Also dieser Härtungsvorgang, der ist schon notwendig, damit sie dann auch frosthart sind im Winter. Mhm. Aber wenn ich jetzt im Herbst mir bei Jungpflanzen überbleiben, dann kann ich sie in der Kiste stehen lassen, wenn sie in den Herbst hinein stehen, weil dann machen sie auch diesen Härtungsvorgang durch und dann werden sie auch über den Winter ausreichend robust sein. Das haben dann auch die Möglichkeit eben dieses Überwinterungsanbaus, dass man halt schon im Herbst setzt überhaupt, dass man sie überhaupt schon im Herbst auspflanzt. Wir wollen da auch mehr machen, weil wir haben so einen schweren Bodenlehmigen, dass wir im Frühjahr erst im März raus können und den Boden überhaupt herrichten und bearbeiten können. Wenn wir schon im Herbst setzen, haben wir einen Wachstumsvorsprung im Frühling, der sonst nicht mehr einholbar wäre. Und das kann man mit Jungpflanzen, ist es die Überwinterung, ist es kein Problem, wenn sie das gewohnt sind. Mhm. Ich hätte eine kurze Anmerkung zum einen mal. Ich komme aus Dresden, da ist auch ein Forschungsstandort Gartenbau und normalerweise die Faustzahl, die man uns beim Studium mitgegeben hat, waren über plus 5 Grad wächst alles, unter plus 5 Grad wächst bloß noch der Feldsalat. Wie lang ist egal, Hauptsache eine Stunde Licht, 10 Minuten Licht, es wächst immer ein bisschen. Ja. Wir haben im Winter auch einen sehr kalten Standort. Und das meiste, was ihr jetzt rausgefunden habt, dass vor allem die Brassica-Zehen recht robust sind gegen Kälte, haben wir auch. Also wir haben auch Wintersalatversuche draußen stehen, ohne Folientunnel, muss ich dazu sagen. Vom Kohlgemüse jetzt? Vom Kohlgemüse. Und die Gartensalate habt ihr auch? Also Kohlgemüse zählt bei uns auch die ganze Brassica-Zehen, also die ganzen Asiasalate mit dabei. Aber nicht die normalen Gartensalate, die habt ihr jetzt? Die normalen Gartensalate nicht. Und meine Frage wäre jetzt gewesen, ob ihr schon mal Versuche gemacht habt, wie die Niederländer im hohen Gewächshaus. Dass ihr einen großen Luftraum schafft, dass das sich aufheizt und so weil ich kenne jetzt die großen Versuche, wo man sagt, man hat so ein 3-Hektar Gewächshaus, 6 Meter Stehwandhöhe, die heizt sich nicht im Winter. Aber die müssen es wieder heizen, weil sie das ganze Heizsystem drinnen haben, das darf nicht einfrieren. Halten die immer ihre Häuser frostfrei. Also bei uns ist so, es gibt ja viele, so auch in Wien, im Wiener Raum, so hektarweise diese Großraumgewächshäuser, aber die lassen das nie ganz durchfrieren, weil sonst ihr Heizsystem einfriert. Die tun immer temperieren. Okay. Und es ist außerdem ein zweiter Gedanke, ich möchte, dass es möglichst einfach funktioniert. Also mit einem Mini-Tunnel und mit einem einfachen Folientunnel ist der ganze Kulturraum so viel billiger. Man muss nicht ein Hightech-Glashaus stehen haben, damit man im Winter ernten kann. Das ist die Stärke des Low-Input-Gemüsebaus, die man da ausspielen kann. Weil diese Venlo-Häuser, Hausanlagen, die machen sowieso nur mehr noch Ganzjahreskulturen. Die tun im Winter oft dann gar keine Kultur mehr rein. Eben, die pflanzen im November, Dezember ihre Tomaten und haben das ganze Jahr über drin stehen. Die haben noch gar nicht so viel Interesse an unseren Versuchen, weil das passt in ihren ganzen Ablauf nicht hinein. Ja. Ich habe eine Frage zur Nitritanreicherung. Ja. Da habe ich irgendwas im Kopf, dass das bei kürzerer Tageslänge ein Thema ist. Ja, also das Thema Nitrat kommt jetzt nicht rein. Normal mache ich so 8 Stunden Seminare zum Wintergemüse, da kommt es dann schon vor. Nitrat ist, also die Pflanze nimmt ja das Nitrat auf und speichert es als Nitrat. Bei uns schon in der Mundhöhle und in unserem Stoffwechsel wird es dann in Nitrit umgewandelt. Aber nicht nur in Nitrit, sondern auch in NO, also dieses Stickoxid. Diese drei Stoffe, also Stickstoffverbindungen, sind bei uns so wie kommunizierende Gefäße in unserem Stoffwechsel. Und das Nitrit ist halt in diesen Verdacht gerutscht, also das haben wir negativ abgespeichert, weil das Nitrit sich im Magen mit Eiweißresten der Nahrung sich zu Nitrosaminen verbindet. Und die stehen ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Aber jetzt neuere Untersuchungen sind draufgekommen, dass dieses NO, was sich aus dem Nitrit auch entwickelt, dieses Stickoxid, dass das gefäßelastizitätsverbessernde Wirkung hat, dass das neuroprotektive Wirkungen hat und so weiter, auch Keime abtötet.
Das heißt, jetzt gibt es diese Sportlersäfte, roten Rübensäfte, die brutal viel Nitrat drinnen haben. Genau aus dem Grund, weil daraus das NO entsteht, was eigentlich gesundheitsförderlich ist. Das heißt, man braucht sich im Winter vom Nitrat nicht zu fürchten. Erstens sind auch die Antagonisten drinnen, also das Vitamin C und andere antioxidativ wirkende Substanzen. Und zweitens entsteht das NO, was für uns wieder positiv ist. Also es gibt natürlich gesetzliche Grenzwerte, die gibt es aber nur bei definierten Gemüsearten. Die Asiasalate fallen nicht unter zum Beispiel. Also man muss sich an die gesetzlichen Gegebenheiten, das sind die EU-Verordnungen, halten. Aber man kann jedem Kunden die Botschaft mitgeben, fürchte dich vom Nitrat nicht. Es ist wichtiger, Frischgemüse im Winter zu essen, als aus Angst, sich dem ganz zu verweigern. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne noch was über Mangold gewusst im Winteranbau. Ja. Wir haben Mangold jetzt draußen stehen, Anfang September, glaube ich, gepflanzt und der hat, also der lebt, aber der hat Rostflecken auf den äußeren Blättern und ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll, ob ich den komplett runterschneiden sollte oder ja, vielleicht können Sie mir da was empfehlen, wie ich jetzt mit diesen kranken Pflanzen umgehe, damit ich sie nicht ganz vergessen. Die stehen im Freien, also die haben nichts drüber, die haben keinen Folientunnel oder irgendwas drüber. Also im Freien sind es halt auch wieder der Feuchtigkeit ausgesetzt. Man kann diese äußeren Blätter einfach wegschneiden. Ich würde auf jeden Fall nicht die Pflanze abschneiden, weil die innen kommen frische Blätter raus. Das wird bald losgehen wieder, dass die austreiben. Und die kann man dann noch einmal ernten. In Blüte gehen sie ja erst irgendwann im April, Ende März oder im April eigentlich erst. Das heißt, man kann sie jetzt sicher noch im Frühling ernten, diese Bestände. Und erntet diese jüngeren Blätter, die dann sicher wieder gesund sein werden. Es ist auch so eine Frage mit den Feuchtigkeitsbedingungen. Das ist halt nicht steuerbar und auch solche Rostkrankheiten sind im Winter, wenn es vor allem kein gescheiter Winter ist, durchaus aktiv. Sollte ich dann die kranken Blätter wegtragen? Die tät ich einmal ausputzen, aussäubern und dann einfach stehen lassen und das, was frisch rauskommt, beernten. Ja. Und das kann man jetzt noch den ganzen Februar und März lang machen und dann räumt man erst, weil dann geht die Pflanze in die Blüte. Vielen Dank. Ja. Hallo, ich habe eine Frage zur Bodenbedeckung. Also du hast, glaube ich, gesagt, möglichst kein Mulch irgendwie in den Gewächshäusern, wenn ich jetzt trotzdem gerne den Boden bedeckt haben würde, habt ihr da Versuche zu? Mit Mulch haben wir nicht gearbeitet. Ja. Mit Mulch im Winter muss man aufpassen. Und zwar deshalb, weil der Mulch, wir haben auch so eine Vorstellung, also das Mulchen bringt im beginnenden Winter nicht nur eine schöne Bodenbedeckung, sondern es hält ja auch die Wärme des Bodens. Das hat diesen Isolationseffekt, der natürlich vorteilhaft ist, weil Pflanzen, habe ich schon gesagt, sind nicht eigenwarm, aber der Boden hat eine Wärme gespeichert vom Sommer und Herbst, die man in den Winter hineinnehmen kann und durch die Bodenbedeckung mit Mulch kann man die noch sehr gut bis Weihnachten oder bis Jänner irgendwie noch bewahren da drinnen. Aber irgendwann einmal dreht sich der Effekt um und es friert durch und durch und irgendwann isoliert diese Mulchschicht und konserviert die Kälte im Boden. Man muss der Sonne, der stärker werdenden Sonne, die Möglichkeit geben, wieder in den Boden, also den Boden aufzuwärmen. Und dazu müsste man eigentlich dann so im Jänner den Mulch einmal wegtun, in sonnigen Phasen auch wirklich die Sonne wieder ranlassen an den Boden, damit sie den Boden wieder aufwärmt. Und dann, wenn es wirklich Frühling wird und wieder wärmer wird, dann kann man wieder vorsichtig mit dem Mulchen beginnen. Wir haben jetzt keine gezielten Versuche gemacht, aber wir haben eben so uns ein bisschen das auch angeschaut, temperaturmäßig. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht bei allem Positiven, was Mulch kann, dass man da jetzt nicht einen negativen Effekt reinkriegt, der das ganze Gemüsewachstum verzögert dann. Weil die Kälte im Boden ist sowas Elementares, die hemmt das Wachstum so stark, dass man das nie mehr einholen könnte. Ja, eine Frage noch? Genau. Also eine kleine Anregung. Ich habe vor circa 10 Jahren die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich habe im Glasgewächshaus auch diesen Low-Input Wintergemüsebau betrieben, einfach aus der Notwendigkeit heraus, weil ich hatte keine funktionierende Heizung. Das hat sehr gut funktioniert. Ich war erstaunt, was da alles geerntet werden konnte. Ich habe dann auch beim Mulch die Erfahrung gemacht, ich züchte mir förmlich die Schnecken. Als Bio-Gemüsegärtner ist das ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also in der Sommerkultur klappt das wunderbar. Wenn ich dann aber die Sommerkultur abräume und ich dann eine intensive Bodenbearbeitung mache und nicht schön in die Ecken komme, aus den Ecken kommen dann die Schnecken raus, die fressen mir die Kohlrabi ab, die gehen an die Salate, also die Verluste sind da immens. Und wenn ich dann mit dem Schneckenkorn rein muss, dann komme ich wieder ein bisschen
in den Konflikt. Mhm. Aber ich habe das, es war für mich eine gute Chance, ich sage mal, einen rentablen Gemüsebau zu betreiben auf sehr tiefem Niveau. Und ich freue mich, dass ich jetzt da noch weitere Inputs sammeln konnte. Weil das mit den Asiasalaten, das war mir noch nicht so geläufig, oder mit den Kohlarten, das ist eine ganz spannende Sache. Herzlichen Dank. Ja, ist eine Riesen, also dieses Stereotyp, der Winter, karg und da gibt es nichts. Das muss man vollkommen neu denken. Ja, schön, wenn das schon. Wir haben nichts neu erfunden in dem Sinn. Man muss es nur neu anwenden, wiederentdecken, bündeln und zugänglich machen. Und dass es möglichst viele wieder praktizieren, das ist eigentlich auch unser Anliegen mit unseren Versuchen. Wir haben auch kein Patent angemeldet auf irgendwas.